Andreas Schlasser trifft Andreas Fürst. Hallo, grüß dich. Hallo. So, Andreas, ich glaube, wir müssen reden. Wir sind hier bei der Deutschen Meisterschaft im Gründautal, Deutsche Meisterschaft Autocross 2009. Und ich sage jetzt mal, ein wunderschönes Auto hast du am Start. Ist das ein Originaler? Nein, er ist nicht original. Den haben wir selber, das ist ein ganz normaler Quattro Coupé gewesen, nicht einmal ein Urquattro. Den haben wir dann selber gekürzt, einen Teil rausgeschnitten, auf den kurzen Radstand umgebaut. Ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, nur ein gekürzter Coupé, also hat mit Sport Quattro an und für sich nichts für die, die sich wirklich auskennen. Ich sag's mal so, die Kesseltaler kennen wir ja nun, die sind ziemlich verrückt. Und es gibt nichts, was sie sich nicht trauen. Und ich sag mal, der Erfolg gibt dir recht. Das Auto geht unglaublich gut. Ja, es lässt sich super fahren. Viele haben am Anfang gesagt, das Auto wird unfahrbar sein. Die haben sich mittlerweile was anderem belehren lassen. Aber doch, ich komme eigentlich super zurecht. Und man sieht so an den Zeiten, was ich fahren kann. Wo man immer gesagt hat, manche Strecken sind für ein schwerer Audi nicht gut oder da ist man nicht schnell, aber das haben viele schon anders gesehen. Jetzt frage ich mal, wie lange bist du jetzt mit diesem Projekt unterwegs? Weil ich sag mal, so ein Rennauto wird ja nie fertig und ihr seid ja immer dabei. Wie lange bist du schon dabei? Wie lange gibt's dieses Auto schon, so in der Form? Dieses Auto haben wir jetzt in der dritten Saison am Start. Und die Technik habe ich vorher schon am anderen in einer Limousine gefahren, aber von der Technik, da haben wir ständig Weiterentwicklung, das stimmt wohl, weil eben viele Komponenten bei mir nicht gehalten haben, vom Getriebe, Wellen und, das bringt halt die Leistung so mit sich. Genau, das ist nämlich mein Lieblingsthema, Leistung. Was dürfen wir ihm denn so bescheinigen? Ich sag mal so 350 plus, minus? Plus. Also wir sind momentan so um die 400 PS, knappe 400 PS. Ich denke mal, dass das hier für alles, für Antriebsstrang und so weiter, hier auf dem Asphalt mit fast Slicks sicherlich schon eine Hausnummer ist, oder? Auf Slicks haben wir bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht, weil der Grip ist wohl auch da, aber im Offroad-Bereich, also in den Löchern, und das sind einfach die Schläge anders und da wird das Material viel stärker beansprucht, wie hier jetzt auf dem Asphalt, da haben wir in der Regel keine Ausfälle. Ja, das hört sich gut an. Was gibt's für Ziele? Du sagst im dritten Jahr, Leistung findet man im Audi sicherlich auch hier und da noch ein bisschen. Hast du konkret dir noch irgendwas vorgenommen oder sagst du, so geht's erstmal? Ja, wir werden mit der Leistung nochmal hochfahren können. Das Projekt ist schon so weit her vorbereitet. Und ja, aber da müssen wir jetzt vorher aber noch am Antrieb was machen. Gerade mit der vorderen Antriebswelle, die habe ich die letzte Zeit regelmäßig zerlegt. Sowas macht man ja nicht alleine. So ein Auto. Ich meine, Kesseltaler gibt's ja auf jedem Rennen in Hülle und Fülle, ne? Ich sag das mal. Hast du da ein Riesenteam hinter dir? Nein, leider nicht. Also ich schraube fast alles alleine. Ich habe zum Glück eine ganz tolle Frau, die voll hinter mir steht und eigentlich auch von der Technik alles Bescheid weiß, schaut viel im Internet nach und erkundigt sich viel über Dinge, die man machen kann und was andere so haben und ohne die wäre ich manchmal ziemlich hilflos, aber sonst vom Schrauben her bin ich eigentlich Einzelkämpfer, sage ich jetzt mal. Das ja, ist leider so. Bei mir im Ort gibt es wenige, die sich für den Sport begeistern und die eigentlichen Kesseltaler sind halt doch nochmal 20 Kilometer weg. Und ja, ich mache alles selber. Ich habe jetzt zwar heute auch einen Schrauber dabei, aber ist in der Regel nicht so der Fall. Okay, du fühlst dich in der Deutschen Meisterschaft aber zu Hause, das ist deine Welt. Gibt's mal Ambitionen, auch mal hier oder da zu gucken oder mal die Division zu wechseln? Oder ist jetzt das genau das, was du schon immer machen wolltest? Es ist eigentlich das, was ich machen wollte. Und hier ist einfach auch vom MC Kesseltal, da trifft man sich und da ist einfach eine Clique vorhanden. Und wenn man jetzt irgendein anderer Bereich wechseln würde, da stehe ich dann ganz allein da. Und darum würde ich mich aus dem Autocross-Sektor eigentlich nicht rausbewegen. Das hört sich gut an. Wir freuen uns. Wir sind froh, weiterhin ein so schönes Auto zu sehen. Drücken dir die Daumen für Gründau und für das ganze Jahr 2009. Dankeschön. Okay, besten Dank. Super.